Dörpsfortell abgeschrieben für Hans Deussen auf Ongerbrücker Platt. Das sind vier gute Stöckskes, der das östliche Stöckske hieß hier Claude Röbe. Peter hau ob ein Röbe-Stück von Josef Röbe utgedorn und afgefahren. Hendrik hau dat gesehen und sprach ihm dort drüber an. Willst du Josef orens die Röbe drückjewe? Dort drauf sagt Peter, die Röbe brug echt nicht drückjewe, das han ich mich gebicht. Das war das östliche Stöckske. Das zweite von Hans Deussen, das heißt der Eiermull. Wie in der Jelt noch rar und wenig davon in Umlöb war, verkochen die Dörpslü Butter, Eier und Milch für das Jahr über an das Jelt zu kommen. Wie eines das Bill in der Schule ankam, kieke ihm die Känge an, als wenn er eine Pengsvogel gewesen wäre. Trinke kieke ihm missgünstig an und sagt für ihm, hast du diese Morgen vielleicht alle Eier gegeten? Dort drauf sagt Bill, nee, Mutter hat mich mal jetzt Dore um den Mull geschmiert. Nummer 3, das heißt Wurst, die man ernten kann. Leimusch als Schuljung et Samstes mit der Schleuchter Rennfleisch für die Sondes zu porle. Werkesfleisch haue sie von den Schlachten selber. Er kriegt dabei immer ein Schiff Geschenke Wurst, die Hequenzis Jährort. Weil et heim mal Blut und Leverwurst von den Schlachten jauf. Für Wurst biete Jelle haue die Dörpslü du je Geld. Wie Lei nu während Rennfleisch holde, jauf Schleuchterer Bill hem ein Schief Leverwurst. Das passt Lei ja nicht. Drum sagt er, Schleuchterer Tant, kann der mich nicht auch jet Wurst jäfe, kann der mich nicht jet Wurst jäfe, die man noch ernten kann. Nummer 4, das heißt, in der Knorke wieder Werke. Et sondes nach der Hommes troch Nell ob Heim an und schasselte über de Straat wie ein utgeleierte Koka. Kreisch, der mit hem nach der Schule gegangen war, so wie schlechtet Jorkosch. Er sagt dafür für hem, Nell, wat jest du so stief und krumm? Et stimmt, dass du krank bist und uns dann der Doktor johren musst. Nell dort drop, nee Kreisch, ich brauch keine Doktor, ich bin auch nicht krank, ich han nicht mal eine Knorke wie de Werke.